Und willkommen zurück hier bei Tales of Xillia 2. Die Abenteuer gehen weiter gerade irgendwie. Bin jetzt gerade... Oh, der da draußen, toll. Ja, es geht fröhlich munter weiter. Wir müssen ja noch ein paar Dinge absolvieren, nicht wahr? Sind halt eine Schulden ab, ganz toll. Wie können sich anders sein? Ja, das Gleiche. Wir sind in der Hauptstory weitermachen, geht natürlich nicht. Nee, du musst was anderes machen. Vielen Schrank auch. Gut, was soll's? Natürlich was anderes, beziehungsweise natürlich, wir haben keine Wahl. Alte Muscheln, liefere fossile mal zwei. Aber da bereit, oder? Nee, gut. In Arbeit, das sind das, die Echsenforschung, besiege Königskampf einmal zwei. Russell-Hüllstraße, okay, wäre hier ein bisschen falsch. So, jetzt aber. Alessünstraße, die Quaker, okay, die sind ja auch noch da, nicht wahr? Oh Mann. Und Katzenkurier, fragen die Katze, das kann eine Weile dauern. Gut, trotz allem machen wir jetzt hier weiter. Ich hoffe, ich kann das Ganze noch. Jetzt bin ich wieder. Ah, verdammt, jetzt muss ich wieder. Funktioniert die Steuerung hier wieder so? Ja. Ich habe gerade mit aktuellen Let's Plays von Diablo 3 und Reason 3 und was sonst alles gibt, gerade ein bisschen Probleme noch. Ne, müssen wir da haben. So, das waren die Arten, genau. Das geht schneller als erwartet. Du. Ja, ist gut. Leute, wir haben es kapiert. Kapische. Das ist ein Pferd, oder? Das war keins. Hey, das ist ein Pferd. Genau, von euch muss er 5 Stück platt machen. Schwächer haben wir Lind. Moment mal. Wechseln ging so. Wechseln, so jetzt aber. Ja, die kleine Elise wollte gerade sagen. Natürlich Ellie ist nicht mehr Elise. Nee, die ist jetzt klein, ist jetzt Elle. Denn Elise ist in diesem Jahr ziemlich gewachsen. Ja, ist doch nur ein Jahr gewesen. Nicht 2 Jahre, habe ich immer gesagt am Anfang des Let's Plays noch. Habe ich wohl irgendwie die Fehlinformation noch aus Tales of Symphonia, Dawn of New World? Denn dort sind es wirklich 2 Jahre. Also, ich glaube zumindest jetzt sind wir sicher. Dann mal gucken, die Schirpe! Let's break them down. With my fists and your blades. Yes. Da bin ich schon verrückt, wie die sich innerhalb eines Jahres. Was die Frage gestellt? 11, Anfänger noch 3, okay. Wie sich die alle innerhalb eines Jahres so entwickelt haben. Wenn du so überlegst, also. Hat ein schlechter Specht. So, jetzt muss man mal ganz kurz gucken. Ich dachte zwar jetzt irgendwie richtig im Kopf noch, aber. Besiege 5-mal alles Pferd. Ja, sind wir da dabei? Und nur den Schwanz. Besiegen 5. Okay. Das Pferd. Dann den Quaker 3 Stück. Wir sind im richtigen Ort, wie es aussieht. Ja. Das ist die östliche Region, aber da kann es nicht irgendwie. Der Fehler daran sein, wa? Gut, also das Vieh muss nicht besiegt werden. Gehen wir ihm aus dem Weg und suchen die Quaker. Dann wollen wir unbedingt mit der Outstory weitermachen. Und vor allem wissen, wo Mila abgeblieben ist. Mann, schlecht, ey. Hammer als Schwäche. Gut, ganz kurz mal wechseln. Ja, wie soll es sich denn auch anders anfühlen, Elise? So. 50 Gold, sehr gut, sehr gut. Das war jetzt eine Kröte. Du. Na, guck mal an, wenn dort ist. Servus. Du alle Platte, Mann. Bakura. Das ist der Bakura, aber nicht der aus Yu-Gi-Oh! Victory is based on truth. Justice. Money. Huh? Naja, zwar viele Elemente hat, aber sonst nichts gerade. Schneller Schlag, neue Arten, neue Fertigkeiten. Wow. Ja, jetzt sind wir viel auf einmal, wa? Nun gut, wow, aus dem Weg mit dir. Kitty Crispy. Ja, das ist so affengeil. So, wir noch ein paar Frösche. Hoffentlich sind das zumindest die richtigen. Weil irgendwie müssen wir eigentlich anzeigen, ja, du hast wieder ein paar Frösche besiegt und so. War cool. So schnell kann es gehen. Fertigkeitsübertragung.
Ja, ich sage nichts Neues. So. Es sind aber drei insgesamt, will man verarschen? Das Spiel verarscht mich. Ah, jetzt geht's. Ja, toll, vernichten, okay. Fünf Pferde noch, beziehungsweise vier oder drei noch. Und irgendwo hier muss auch noch so... Ah, jetzt fängt's. Irgendwo muss hier noch so ein Viech sein, was? So ein violettes Skorpion, ein riesiger. Denke schon, verschwächen sie gerade nicht. Gerade umdrehen, toll. Kein Problem. Was auch so, Hons. Du. Hat eine Fertigkeit erlernt. So, irgendwo. Oh! Das ist er wohl, wa? Das dürfte wohl der Boss sein. Momentchen. Wie sieht's genau aus? Okay, haben wir bereits. Gut, würde mal sagen, kümmern wir uns um ihn hier. Alter, wie das aussieht. Okay, schwächer der Hammer, Resistenz gegen Pistole. Gut, Elvin ist nicht dabei, das ist sehr gut. Könnte klappen. Jetzt gucken, was er drauf hat, wa? Eigentlich gut. Oh, wollte gerade irgendwie ausweichen, ging nicht mehr. Verdammt, haut ihm ab! Jude, wo bist du? Ja, jetzt aber. Nein, schon ab! Der haut immer ab, Mann. Du, hier bin ich. Aua! Großen Radius hat er auch noch. Nochmal neue Arte. Bams! Kann nicht so, wie ich es gerne hätte. Das ist natürlich ein bisschen doof. Wow, und das ist gerade gewesen. Und das war's mit dem. Wir haben ihn ganz rucki-zucki platt gemacht, Mann. Das war wohl der Boss. Ja, wenn es immer so weitergeht, dann sind wir natürlich schnell bei der Kohle. Wie viel brauchen wir das? 10.000? Machen wir doch 15, Alter. Gut, für den Endboss müssen wir... Also, ich sag schon Endboss. Für den Skorpion mit dem fetten Teil müssen wir genug zusammenkriegen. Na, no. Natürlich immer nur aus 50 Geld. Wir sind natürlich auch nicht gerade reich. Und dann endlich ab nach Reason Maxim. Mal gucken, wie es nach einem Jahr dort aussieht, wa? Weiß auch kein Mensch. Gut, meine Elise war gerade dort, von dem her. Das bringt nichts mehr! Ohne Serienarte konnte ich nicht mehr starten. Du. Oh, Ellie, was ist denn das für eine? Ja, wir werden alle stärker. Schön. Alter, Ellie, die macht alle fertig, hey. Man, Elise ist da ganz nett und so. Gut, erinnere mich ein bisschen an... Noch aus Tales of Xillia mit Lea und Elise. War etwas ähnliches Verhältnis gerade. Aber trotzdem... Ein paar Pferde noch. Küken, Frösche... Alles lähme Gegner und weg hier. Was sagt das dort unten? Müsste ein Raumschiff sein, wa? Könnte das eines der... Hilfe! Wow! Nein! Lass mit Ruhe! Das ist eines der Raumschiffe noch ist von... Ja, von Tales of Xillia halt, die da halt... Nachdem der Schießmann zusammengebrochen ist, beziehungsweise der Riss entstanden ist, dann... uns überfallen haben. Also hier ist die Börse. 6.000 noch, verdammt, ein bisschen wenig. Und? Wie viel habe ich jetzt insgesamt? Nein! Ja, fehlt nur 4.000, gibt's ja nicht. Nach in Arbeit, schön, ja, ich muss die anderen machen. Das ist ja die Rosalhöhenstraße, okay, Elite-Monster, beide gemacht bereits. Ja, man, beide ein bisschen einfach. Natürlich war der schwieriger, aber der war ja auch bei der Toban-Höhenstraße. Das war soweit zu erwarten. Verdammt, auch etwas, was viel gibt, aber... Geht die Knie aus dem 1?
ich hab davon nichts. Aktuell 1 braucht 10 Stücke, ja, servus dann. Tabernünstraße, okay, mach die. Also, braucht der Holzsiegel wieder, toll. Gut, machen direkt den noch. So schnell kann es auch gehen. Nehmen wir den noch an. Zack, dann das haben wir noch nicht. Wäre so ein bisschen doof. Nehmen wir den noch an. Und nur mit Frites kann man keine Pommes Frites machen. Was? Ich möchte frische Pommes machen, aber ich habe keine Kartoffeln. Nur mit Frites kann man. Ja, das ist natürlich wieder mal toll. Gut, ich bin immer in 1000 Geld, warum kann ich ja kaufen hier. Also eigentlich auch wieder. Oder kann ich die kaufen? Müssen wir erstmal gucken. Aber ist eigentlich sowieso ein bisschen fehl, weil ganz ehrlich, es geht darum, die müssen wieder kaufen und nachher bekommen wir wieder Geld. Du kannst eigentlich direkt selber kaufen. Nein, ist egal. So, Rab 5 von 5. Dann mal gucken. Also, zwei, das ist mit der Muschel noch, sowieso ein Kack. Dann haben wir hier Rosalhöhenstraße, Turbulan, zweimal alles noch. Okay. Heißt, wir uns mal noch ganz kurz ein paar Pflanzen platt. Bist du für eine Achtung? Wieso, extra stark oder was? Hä? Was soll der Quatsch? Nein, der war der falsche, wo genau. Den hinteren. Egal, spare halt ein bisschen TP. Ja, das Achtungssymbol, seltenes Spezialsymbol, kennst du eine Gruppe von Gegnern, die stärker sind als normal. Ja, ungeheuerlich stark. Richtig Endboss-Fight schon. Und da vorne ist die Pflanze. Hallöchen, Popöchen, wer bist du denn? Der Frosch, der hat schwächer Schwert, okay. Und das war's. Mann, wenn es noch immer so schnell gehen würde. Du. Ja, aber wisst ihr was, Leute? Ich glaube, das mache ich künftig echt offscreen. Weil ganz ehrlich, da ein bisschen herumzumarschieren und Gegnerplatz machen, bloß für Aufträge, kann ich ja ganz gut wirklich offscreen machen. Dann kann ich ein bisschen Zeit sparen und so. Natürlich würde ich auch ein paar Zellen so zeigen, wie jetzt ganz erledigen, das Geld dafür kriegen und so. Aber da ehrlich mal so ein paar normale Gegner, sag ich jetzt mal. Weil natürlich, wenn es Bossgegner sind, kein Problem, zeige ich wiederum. Aber so etwas. Let's break them down. Yeah. So, fertig. Nö, einer fehlt noch, aber. Du fehlst noch! So viel dazu. Also, aber heute hier wieder so einfach eigentlich, oder? Und dann im Kampf gegen Volt dermaßen was von. Na, zunächst mal abgelost, ja, aber da immerhin noch die Kurve da gekriegt. Wenn ich wusste, wie die Strategie ungefähr aussieht gegen Volt, dann ging sie eigentlich, aber trotzdem, wenn du so den Vergleich ansiehst. Echt krass. Hundergeld. Das Geld wächst nicht auf Bäumen, sondern liegt auf Straßen. Ja, stimmt doch. Hat doch wirklich was. Und das ohne Quatsch. So. Wie viel habe ich jetzt? Ja, verdammt falsch. Gut, 2000 fehlen noch. Wie es aussieht, muss er doch wieder. Turbulan, war. Höhenstraße gehen. Nun gut, gehen wir ein bisschen zum Bahnhof, gehen wir noch ein bisschen schneller. Oder wenn das noch richtig. Genau, Duval, Hauptbahnhof. Bring mich irgendwo hin. Aber welcher war jetzt? Der Trickläufer. Ja, aber der Trick der Höhenstraße. Hier, Maxburg war es doch. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ich hoffe es zumindest mal. Wir sehen es ja. Ja, direkt kann ich dann natürlich auf die Karte gucken.
Oder auch nicht. Gut, vielleicht doch wieder ein bisschen falsch. Ja, kann ich da alles wissen. Und noch ihn im Gedächtnis behalten. Hier natürlich eine Karte ziehen, wie immer. Triglav, bitteschön. Ja. Wird schon gut gehen. Und jetzt, wenn ich jetzt hier rausgehe, Spiritus, genau. Dialess, Torbulan, dann müssen irgendwo hier müssen auch noch. Triglav Handelsbezirk, ja. Hildeburg Forschungszentrum, ne, ist ja falsch. Egal. Du. Hey Lutz, check this out. If you pay back more than your minimum payments, you might get a special reward selected by me, specifically for you. Are you motivated or what? Ja, ungeheuerlich. Das ist einfach nur richtig geil. Und nach fast schon statt leer, was ist los? Leas Geschichte beginnen! Ja, wieso nicht, wa? Lea Kapitel 1, Leas Mission. Mission, was? Oh hey Luger, what's up? Got some juicy news you're just dying to share? You'll have to forgive Lea. She's become a raging scoopaholic. I wouldn't be surprised if she mugged me just to get a story in the crime blotter. Oh, come on, stop it already. Oh, Chief! Are you chasing down a hot tip? Reporter Lea Rolando would be happy to help. No. Oh, come on! How else will I learn? Very well. Take this to the station. Chief? I'm sure you're ready for a simple errand. Off with you now. Chop chop. Oh, did you get a chance to look at that story I turned in yesterday? D-minus. The newspaper is not a diary for your rambling opinions. Next time, try having a point. What were you writing about anyway? Unemployment, the environment, corruption, culture. You can't just write about whatever pops into your head. You need to... I need to do what? Figure it out for yourself. I'm going for a walk. See you later. So that's Leia's boss. Ganz schön merkwürdiger Typ. Was? Mann, was für ein Korinthenkacker, okay? Typisch Bosse sind da offenbar alle so. Seriously. You think they're Mr. Nice Guy and then bam, out come the fangs. People in charge always pull that. But he's a world-class writer. When you read one of his pieces, it's like the whole story unfolds in your mind. I would kill to have half his skill. So that's why you were trying to tag along with him? The man works so quickly, I've never seen how he does it. I thought this could be my chance. Well, guess I better get this to the station. Why don't we tag along, shall we? Thanks. Okay, let's get this done. Okay, sprichst du mit anderen Gruppenmitgliedern in der Stadt, wenn sie ein Ausrufesymbol über den Kopf haben, kannst du ein besonderes Ereignis mit dieser Figur beginnen. Diese heißen Figurenereignisse und sind im Kapitel unterteilt. Oh Gott, wenn die Figuren, die es in ihrem Geschichte geht, und andere benötigten Gruppenmitgliedern. Gut, dann gezeigt, andere Gruppenmitglieder können nach Belieben in der Stadt ausgetauscht werden, also kannst du deine Gruppe jederzeit ändern, wenn du willst. Ja, wenn ich will. Leas Post. Ich muss halt hin. Bahnhofsbediensteten, ja, und das soll es bereits gewesen sein. Jetzt sind noch kurz. Listen, Leia. I'm always happy to get texts from you, but... What's up? You sound serious. Enough with the emoticons already. I can barely even figure out what your messages are about. And what's with this creepy frog picture you sent over? How the hell is that supposed to look like me? What? The emoticons make texting cute and fun. And the frog has those morose little eyes that made me think of you. Die haben ja Probleme, ey. Du hast Mitgefühl, Elvin, fühl dich damit ab, Elvin, und damit kommst du jetzt nicht mehr weit. Ja, was ist richtig? Einerseits, wenn ich jetzt L1 anklicke, war, du hast Mitgefühl, Elvin, würde natürlich bedeuten, ich bin auf seiner Seite, sprich, Sympathiestufe von ihm zu mir wird steigern, aber dafür das von Lea nicht.
Findest damit ab, Elvin, und ohne Emoticons kommst du sozusagen nicht mehr weit. Ja, komm, ein bisschen Lehrstufe erhöhen. You can't be serious. See, Luger gets it. If there's something you can't quite put into words, you can convey it with an emoticon. Got any examples? Well, like when you're bummed out or, you know, psyched up about something. You can't convey those in words? And you're a journalist? I mean, I could, but emoticons are cuter. It makes your mail all lively and fun. It makes the recipient happy to read it. Maybe that's true when normal people use them. But your messages are so packed with emoticons, it looks like some sort of facial expression cipher. Have some pity for the guy who has to decode them. Fine. I'll be more careful. Oh, die arme Lea, die könnte einem schon ein bisschen leid tun. Naja, bis jetzt nur ein bisschen. So, und wem muss ich jetzt das Teil abgeben? Ihm. Excuse me. I'm from the Daily Triglav. Ah, yes. You have it then? You that new girl they hired? Yep, that's me. Huh. And you're from Rizomaxia, right? So you guys just borrow power from spirits whenever you need anything? Well, yeah, I guess you could say that. Like, if you get diarrhea or something, you'd need to pray to the spirits or perform rituals to get better? You don't have to worry about that here. Our healthcare system is second to none. If you ever get the trots or anything, just let us know. Was war das gerade? Sorry, that kind of shook me up. Hä? Wieso? I don't think so, no, but that just makes it that much harder to deal with. It sounds like stories of Rizomaxian spirit worship get pretty mangled when they come over. He was a creep. If you let every Olympian misconception bug you, you'll grind your teeth down to the gums. I know. I guess I just get irritable when I'm hungry. You're hungry? Let's just get this back to the chief. He said he was going for a walk. He's probably still somewhere around town. Tja, oh, wer weiß. I'm so hungry. A bar would probably be our best bet to get a bite around here. What do you think? Why are we doing this again? Can't you just use your GHS to call your editor? Even if I called, he'd never answer. Finding him on the street is our only shot. Klingt ja super. Wird Lea langsam hungrig. Und deswegen ab zur Kombüse oder zur Bar, wie auch immer. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's mal für heute hier bei Tales of Xillia 2. Viel haben wir zwar nicht erreicht, da haben ein paar Monsterblatt gemacht, ein bisschen Geld gesammelt, aber ansonsten im Großen und Ganzen, okay, da ist der Typi. Der kommt später ran, weil Lea hat ja Hunger. Hunger, Hunger, die kleine Dame. Du, also machen wir das zu Ehe. Wir sind richtig unterwegs, ja. Machen wir zuerst das und dann trotzdem noch im nächsten Part natürlich einen Brief abgeben und bin gespannt, ob Leas Geschichte weitergeht, ob wir uns wieder dem Geld, beziehungsweise natürlich dem Geld zuwenden müssen. Ja, weil, ja. Wie gesagt, wir wollen ja nach Rizomaxia. Du. So, sprechen. Was für Futter bitte? Welcome. We're just about to start serving lunch. What can I get you? Das war zu erwarten. Nummer 1, ich hätte gern die Nudeln mit Soße aus reifen Tomaten. Oder die Nummer 2, ich hätte gern das hausgemachte Mabo Curry. Klingt beide scheiße. Nee, Nudeln mit Soße aus reifen Tomaten, also im Prinzip Spaghetti Bolognese, wa? Napoli, was? Quatsch. Einfach Bolognese ohne Fleisch, ist nicht schon wieder. War das Napoli, oder? Was anderes? Keine Ahnung, spielt keine Rolle. Mabo Curry, ich bin nicht so der Curry-Fan im Allgemeinen, von dem her, L1. Very good, sir. Huh? You're ordering lunch? Is that because I said I was hungry earlier? Oh, that's sweet. Someone's in a good mood. So, why shouldn't I be? I just got a lunch date with a real ladies' man.
Nice work scoring points at Leia, but be honest. You were just jonesing for grub, right? Well... Your meal's coming right up. Feel free to sit wherever you like. Tja, ganz unrecht hat der gute Elvin ja nicht. That hit the spot. I was ready to eat my shoe. Und Schuh noch. Was auf einen Geschmack irgendwie merkwürdig, so gefällt es mir schon besser. Hm. Ja, mal ein L1. Yeah, I guess I needed that. You can't do good work if you're out of fuel. Sorry if I got weird on you earlier. I'm totally okay now. Sometimes things just don't work out, no matter how hard you try. But that's no excuse for giving up on what you can do. And let's face it. Enthusiasm is pretty much my greatest quality. If I give up on that, I got nothing. Okay, now that you've refueled, let's finish your errand already. Das hat was. Today was another tough one, huh? You know, there's nothing I love more than a hard worker. So here, I got this for you. Ja, was jetzt? Freundin zu Lea wächst. Ja, sie mir ein Herz geschenkt. Toll. Oh Mann, was ist Luger bloß für ein Frauenheld? Na, Luger? Schwangsam wie immer, aber trotzdem Frauenheld. Ja. Wie die meisten großen Helden, wie? Egal. Wie ist es weiterhin mit Leas Geschichte, ob es gleich vorbei ist, ob wir dann trotz allem noch mit dem Galtsammeln weitermachen müssen, um dann endlich nach Reason Max zu gelangen? Das und noch vieles mehr dann wieder mal im nächsten Part bei Tales of Xillia 2. Bis dahin, ciao zusammen.